einen griffigen Titel für den spontanen Vortrag ausgedacht, und zwar die praktische Anwendung der ISO 7811. Wer hat von der ISO 7811 schon gehört oder sie gelesen? Alle, muss man wissen. Vielleicht habt ihr das hier schon mal gesehen. Oh ja. Und zwar speziell jetzt nicht die Frau Rustervor da oben, sondern dieses braune Ding. Das ist ein Magnetstreifen. Was ist ein Magnetstreifen? Fangen wir erstmal an. So sahen die Dinge mal anders aus. Das war der erste Magnetstreifen, der als Prototyp sozusagen, da hat der Forrest Perry, hat auf einem Papierkärtchen hier, hat ein Magnetband, was es auch damals schon gab, draufgeklebt. Und am Anfang hat er das noch mit Teser halt festgemacht, oder was auch immer, wie das bei denen heißt, nicht Teser. Bis seine Frau ihm den Tipp gegeben hat, auch mal das Bügeleisen zu benutzen. Und seine Frau hat ihm dann gezeigt, dass man mit dem Bügeleisen diesen Magnetstreifen auf der Plastikkarte fixieren kann. Das war 1960. Dann wurde das relativ schnell für Kreditkarten eingesetzt. Das ist die erste Kreditkarte mit Magnetstreifen, die es gab. Die Bilder habe ich alle in der Wikipedia gefunden. Lustigerweise ist der Magnetstreifen jetzt noch auf der Vorderseite. Die Rückseite ist auch bei Wikipedia abgebildet, falls euch das interessiert. Soweit zur Geschichte, also ich versuche es wirklich kurz zu halten, weil die Artikel, das ist alles von Wikipedia geklaut, dürft ihr gerne verwenden auch. Kommen wir mal zu dem, was da eigentlich mit passiert. Auf so einem Magnetstreifen habe ich ungefähr 1024 Bit. Der ist aufgeteilt in drei Spuren, die tatsächlich physikalisch getrennt sind, das werdet ihr gleich sehen, was ich damit meine. Ich habe einmal 76 Nutzzeichen auf der Spur 1, was ziemlich viel ist. Dann habe ich halt irgendwie auf den Spur 2 und Spur 3 habe ich nochmal, oder für Spur 3 hier unten, aber könnt ihr euch vorstellen, dass das die dritte ist, die zwei anderen schon eine Nummer haben, habe ich halt auch nochmal Speicherplatz. Es ist so vorgesehen eigentlich, dass die Spur 1 und die Spur 2 sozusagen von dem Hersteller beschrieben werden, und die Spur 3 ist tatsächlich dafür vorgesehen gewesen, dass sie auch jetzt zum Beispiel vom Geldautomaten wieder beschrieben werden kann mit der Anzahl der Fehlversuche der PIN. Also, ne, weil früher, als das ja noch nicht alles vernetzt war und ich jetzt meine PIN falsch eingeben in Geldautomaten, heute ist es ja so, dass das alles online abgebucht wird, also abgecheckt wird, und wenn ich jetzt dreimal falsch eingebe, dann weiß sofort jeder Geldautomat, dass diese Karte gesperrt ist, beziehungsweise die wird gleich eingezogen. Wenn ich aber das früher gemacht habe, wo es diese ganzen Online-Verbindungen noch nicht gab, musste es ja auf der Karte gespeichert werden, da wurde halt auf der Karte zum Beispiel gespeichert, schon zweimal falsch PIN eingegeben, und wenn es dann noch drittes Mal passiert ist, wurde die Karte eingezogen. Es gibt diese Karten in zwei verschiedenen Magnetfeldstärken. Die Magnetfeldstärke wird in der coolsten Einheit überhaupt angegeben, nämlich in Tesla. Und die meisten Karten, die ihr so in der Hand haben werdet, sind High-Co-Karten, also mit High-Co-Acidity oder so ähnlich. Ich kann das nicht aussprechen. Ja, das heißt, die hat ein sehr starkes Magnetfeld, und das bedeutet, dass sie nicht so einfach gelöscht werden kann. Also wir bewegen uns, in der Wikipedia steht, glaube ich, das Erdmagnetfeld hat so 5 Millitesla. Also das, was uns die ganze Zeit umgibt. Und deswegen diese mit niedrigem Magnetfeld, die Loco-Karten, die kriegt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwie ein Parkhaus einfahrt, diese Papierkarten, so, die haben meistens einen eher hellbraunen Magnetstreifen, während die mit hoher Feldstärke, die Heiko-Karten, die haben meistens schwarzen Magnetstreifen. Und diese braunen, die können halt relativ leicht gelöscht werden, auch mal durch statische Aufladung oder falls ihr sie wirklich mal irgendwie in der Nähe vom Kühlschrankmagneten habt. Mit so einer Kreditkarte oder mit so einer Heiko-Karte ist das halt eher unmöglich. Also selbst mit Magneten kriegt ihr die nicht gut gelöscht. Ja, und jetzt, ich hatte ja gesagt, es gibt drei Spuren, die physikalisch getrennt sind. Da gibt es natürlich auch ein Bild für. Das ist einfach tatsächlich so, dass die auf diesem Magnetstreifen übereinander liegen. Genauso wie dieses Bild hier zeigt. Die Daten auf den Spuren sind mit dem sogenannten Biphase Marcoding hier oben kodiert. Das ist eigentlich heißt das Zeug Differential Manchester Encoding laut Wikipedia, aber das ist eine etwas andere Form. Und das funktioniert eigentlich so, ihr habt ja so einen Synchronisierungstakt, einen Clocktakt, und wenn ihr jetzt die Zeichenfolge 10011010010 speichern wollt, dann ist es relativ einfach, immer wenn innerhalb eines Taktes ein Phasenwechsel stattfindet, egal ob von oben nach unten oder von, ist ja irgendwo hier von unten nach oben, wie hier, dann ist es eine 1. Wenn da kein Phasenwechsel stattfindet, ist es eine 0. Das hat den Vorteil, dass, das ist der Unterschied zum Differential Manchester Encoding. Da ist es nur so, dass, glaube ich, ein Wechsel von hoch nach tief als 1 zählt. Hier ist es so, dass halt Wechsel von hoch nach tief und von tief nach hoch als 1 zählen. Und das hat zum Beispiel den Vorteil, dass selbst wenn ich das falsch rum anschließe, meinen Detektor, dass es halt trotzdem funktioniert. Also es ist deutlich stabiler.
Und es findet auch kein irgendwie Vergleich zu einer Referenzspannung oder zu einer Referenzfeldstärke statt, sondern es ist tatsächlich einfach dieser Phasenwechsel, weil diese Magnetstreifen haben ja sehr hohen, sag ich mal, Verschleiß, dadurch, dass sie irgendwie in der Hosentasche die ganze Zeit sind und so. Und wenn ich das halt, also ich habe ein sehr hohes Rauschen, wenn ich diesen Wert ermittle. Das ist ja auch eine analoge Messung. Und deswegen wäre halt ein Vergleich zu einem Threshold, wäre halt, würde halt ziemlich schief gehen. Deswegen ist das deutlich stabiler, wenn man das einfach so macht. Ja, man kann das auch sich angucken, wie sowas aussieht. Wenn man so ein Magnetmikroskop hat, man sieht hier jetzt die drei Spuren, ne? Man sieht auch die mittlere, die hat ja nicht nur so hohe Informationsdichte, falls ihr euch noch an die Dinger, also dass die untere hat irgendwie 107 Zeichen, die obere irgendwas 80 oder 70 und die mittlere gerade mal 50, deswegen sieht man auch, dass die deutlich breitere Bänder hat, dass also der Spurtrakt deutlich breiter ist. Und was hier passiert ist, ist, dass sie irgendwie absichtlich in der Mitte das Magnetfeld geschwächt haben. Deswegen sieht das hier so ein bisschen dünner aus. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video jetzt noch gut rauskommt. Das Bild gibt es auch bei der Wikipedia. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Artikel, das habe ich vergessen hinzuschreiben, aber ihr findet das bestimmt. Aber man sieht halt deutlich, dass irgendwie das unterschiedlich breite Streifen sind. Sieht ähnlich aus wie ein Barcode. Und wenn halt der Wechsel innerhalb des Haftes findet, ist ein 1 blockiert, ansonsten ein 0. Ja. Warum interessiert einen das überhaupt? Also die Wikipedia hat da so diverse Sachen gelistet, zum Beispiel Einlasskontrolle bei Konzerten, Hotels als Schlüsselersatz, Parkhäuser, das ist jetzt nicht so mega interessant, Arbeitszeiterfassung, dann sowas wie eine Bonuskarte oder Gutscheinkarten, also Sachen, wo durchaus irgendwie Sicherheitsaspekte vielleicht eine Rolle spielen, werden tatsächlich noch mit Magnetstreifen gemacht und das kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Es ist ja die praktische Anwendung der ISO 7811. Und zwar kommen wir zum MSR 605. Der sieht so aus, was ein ganz schön großer Klotz ist. Vor allem, wenn man das mit... das hier ist ein Lesegerät. Das ist das Schreibgerät. Und das hat das Raumzeitlabor gekauft. Das ist ein Schreibgerät. Das Lesegerät liegt hier auch rum, aber egal. Der kann natürlich auch lesende Schreiber. Und dieses Ding ist dazu da, um aus solchen Karten solche Karten zum Beispiel zu machen. Und da gibt es, also bei dem Gerät, das ist eine USB to Serial. Es gibt eine super Windows-Software dafür. Die sieht man jetzt hier in diesem Beispielbild. Ich dachte, das könnten wir auch gleich mal so machen, dass ich die ein bisschen zeige. Ich muss mal gucken, ob wir da hinkommen. Und zwar, ich schicke natürlich gleich eine Kopie des Ganzen nach China. Also das Beste ist, dass auch einfach nur erstmal ein Passwortdialog kommt. Ich weiß nicht, ob man den auf dem Video noch gut sehen kann. Ich drücke da einfach mal Enter. Und dann kriegt man, alles successful. So, und dann haben wir hier diese Software. Können die Auflösung nicht so machen. Um zu zeigen, was damit so geht. Also ich kann zum Beispiel jetzt mal eine Karte. Ich habe hier netterweise von einem anwesenden Mitglied eine Beispielkarte bekommt, dann könnte ich jetzt einfach mal sagen, hier. Und jetzt hier, ich werde das im Video leider rauspixeln müssen. Hier stehen hier halt die Daten, die auf dieser Karte gespeichert sind. Also man sieht hier oben irgendwie den Namen. Ne? Das ist ja auch alles, es ist. Jetzt ist das eine DHL-Nummer. Und hier unten steht nichts dran, was wichtig ist. Und wenn ich jetzt auf diesen Write-Button klicke, und da so ein Ding ziehe, dann ist das auch schon geschrieben, das war es auch schon. Und jetzt können wir ja mal noch mal... kann ich irgendwo clear? Nee. Erase. Compare. Ah, wir haben Compare. Wir können jetzt mal hier sagen, Compare. Links unten ist Erase. Ich glaube, da flasht die Karte dann. Ja. So, jetzt mache ich mal die neue Karte. Und jetzt mache ich die andere Karte. Und jetzt sagt er was? Compare Card, okay. Das sind Dialoge, die man sieht. Nicht wünscht. Ich gebe gleich den Tipp, mit meisten EC-Karten funktioniert das zwar, dass man den Magnetstreifen kopiert, allerdings haben die noch andere Sicherheitsfeatures, die haben zum Beispiel so ganz kleine Metallfäden, soviel ich weiß, drin, die halt auch ein eigenes Magnetfeld haben und daran kann ein Automat erkennen, dass die Karte gefälscht ist. Also da gibt es durchaus... Plastikmischung noch irgendwie. Also bei nicht dummen Karten, sage ich jetzt mal, wo meistens wo irgendwie sowas wie die Bank involviert ist, die haben da noch zwei bis drei mehr Features.
Aber ich meine, das Gerät ist ja zum Experimentieren da. Von daher freue ich mich da über, auf jeden Fall über Berichte. Und mehr Geld auf dem Konto von RZL. Aus dem Knast, genau. Und Unicorn, ich habe hier eine Visa-Karte. Ja, wir können die auch auslesen gleich. Aber vielleicht nicht auf dem Video. Nicht mit Pima? Aber ja, kopieren können wir sie trotzdem. So. Genau. Auf jeden Fall, die Software ist relativ selbsterklärend. Also ich habe da jetzt auch noch nicht viel Zeit mit der Erforschung reinstecken können, weil es ist eigentlich alles drin. Von daher gibt es noch irgendwelche Fragen speziell zum Gerät oder zur Software, die ich beantworten könnte vielleicht. Ansonsten war es das nämlich auch schon wieder. Liegt die Software auf dem Datenblatt? Noch nicht, aber im Internet. Ja.